Vor 2 Wochen wollte ich mit meiner Dame ganz gemütlich entspannt an einem schönen Sonntag einfach was essen gehen. So, und dann haben wir beschlossen, da ist ein Flohmarkt, da gehen wir doch auch mal hin. Gucken uns das an, war eine Region, wo wir noch nicht waren. Und naja, man geht halt ohne Erwartung hin. Ich habe auch keine Kamera mitgehabt, pipapo. Einfach ganz gemütlich entspannt, weil es einfach schon 12:30 war. Und es war ein wirklich schöner Flohmarkt an einem Fluss. Rund um Bäume und unter den Bäumen waren die einzelnen Verkaufsstände. War von der Atmosphäre schon mal sehr geil. So. Und naja, irgendwann tauchte dann ein Videospielhändler auf. Der hatte hauptsächlich Gameboy-Spiele und Super Nintendo N64 und sowas. Insgesamt waren die Spiele eigentlich nicht so toll. Und bis auf die Gameboy-Spiele, da habe ich so ein bisschen durchgeblättert. Und die Spiele mit Hülle stand dran 7 Euro. Und jedes, was keine Hülle hat, 5 Euro. Egal welches. Meint er, sucht er was aus. Preislich werden wir uns einig. Für mich habe ich hier bei diesem Händler eigentlich den Fund des Jahres gemacht. Für mich. Ich blätter da so durch und ich dachte, das gibt's überhaupt nicht. Ich finde, Freunde, ich habe hierfür jetzt 7 Euro bezahlt. Ich finde, auf diesem Flohmarkt Trip World. Ist das krass oder wie? Freunde, das Modul ist in absolut traumhaftem Zustand. Ich zeige euch das Modul einfach mal ganz kurz in der Übersicht. Das sieht wirklich absolut neuwertig aus, nichts dran, auch nicht groß verkratzt, eigentlich überhaupt nicht. Ihr wisst, das Ding ist ein bisschen teurer, mehr als 7 Euro auf jeden Fall. Ich habe es bei eBay gesehen, es ist weggegangen. Ich blende euch das mal ein, eins ist verkauft worden im April und eins jetzt im Mai, die losen Module und der Wahnsinn, dass ich sowas finde, hätte ich nicht gedacht und dann auch noch beim Händler, der Ahnung hat. Naja, ihr wisst ja Bescheid, das ist auch die Händler kennen sich nicht immer und überall aus. Trip World, 7 Euro, loses Modul, sehr geil. Naja, bei diesem Händler habe ich da noch mitgenommen, einfach weil es für meine Sammlung ein bisschen so ein kleiner Auffrischer ist. Battletoads in Ragnarok's World, einfach um mein Modul, was ich habe, einfach nochmal zu aktualisieren, weil das hier sieht wirklich echt geil aus. Schöner Zustand, kann man nicht meckern. Meins ist dann doch ein bisschen abgeschrabbelter. Na gut, das können wir jetzt updaten. Und dann habe ich noch gefunden, Titus Fox, das kannte ich nicht. Ich dachte, komm, ne, nimmst du mit. Titus Fox, ja auch so ein bisschen so ein Jump'n'Run-Spiel. Ganz gut gemacht. Kann man mitnehmen. Und dann hatte ich noch 2 Gameboy-Module gefunden bei dem. Ich blende euch das auch nochmal ein. Die sind aber schon auf dem Weg zu dem lieben SamGamer64. Mit dem hatte ich einen schönen Tausch. Und bei demselben Händler habe ich dann noch hier Top Gear mitgenommen. NTSC-Modul. Kann man mal machen. Und insgesamt für diesen ganzen Plunder, inklusive Trip World, habe ich jetzt 20 Euro bezahlt. Hammerkrass. Damit hätte ich nicht gerechnet mit so einem Pfund und dann auch noch beim Händler. Absoluter Wahnsinn. Naja, krass. Jedenfalls hatte ich in der Vergangenheit, kommen wir mal zu meinen Tauschsachen, Freunde. In der Vergangenheit hatte ich einen Tausch auch mit den besagten SamGamers. Da hatte ich 3 Gameboy-Module zu ihm geschickt und er hat mir Zombies geschickt für den Super Nintendo. Jetzt haben wir wieder ein paar schöne Super Nintendo-Module. Sehr geiles Spiel übrigens. Macht richtig Laune. Haben wir wieder ein paar Module, ne? Können wir ein bisschen Livestream wieder machen. So, und dann hat er noch als kleines Goodie dazugelegt. Da freue ich mich natürlich riesig drauf. Beauty and the Beast. Ach, ist das schön. Beauty and the Beast, bin ich mal sehr gespannt. Habe ich noch nie gespielt. Auch schön dieses Zartrosa, ne? Von dem Modul. Herrlich. Hat mal einem M. Braun gehört. Der nette Herr hat hier hinten drauf unterschrieben. Vielen Dank. Einfach für das Autogramm. Ja, liebe Freunde, dann geht es ein bisschen weiter. Dann hatte ich was mit dem Chico. Dem habe ich eine PSP abgekauft für einen richtig guten Deal. Vielen Dank, lieber Chico, nochmal dafür. Er hat mir noch eine UMD dazugelegt. Als kleines Goodie hat er gemeint, FIFA 09 war da drinne, bleibt da drinne, kriegst du mit. Vielen Dank, FIFA, ne? Mega. Ihr wisst Bescheid. Und er sagt, weil du gerne GTA spielst, mache ich dir noch Vice City Stories dazu. Lieber Chico, das ist kein Vice City Stories, sondern hier drinnen ist Need for Speed Most Wanted. Auch geil. Schönes Rennspiel als Goodie. Danke ich dir da von ganzem Herzen, mein Lieber. Sehr, sehr cool.
bockt auf jeden Fall. Ne? Kann man mal ein schönes Rennspiel zocken. Und jetzt freut mich auf jeden Fall, was er mir auch noch als Goodie reingetan hat. Sehr geil von dir. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und zwar die Anleitung zu Mario 64. Und das bedeutet, ich kann mein Spielmodul jetzt, beziehungsweise meine OVP, komplettieren. Mir hat nämlich noch die Anleitung gefehlt hierzu. Jetzt ist das Spiel alles wieder in traumhaften, vollständigen Zustand. Jetzt ist halt, wie gesagt, hier oben ist der Preis noch drauf. Ne? Das ärgert mich ein bisschen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wir lassen es drauf. Ne? Sieht man einfach mal, was es gekostet hat. Aber ich weiß nicht, ich hätte es doch gerne lieber ab, weil diese OVP hat einen sehr schönen Zustand. Ich habe es euch ja schon ein paar Mal gezeigt, glaube ich. Und da bin ich ganz froh, dass ich das Ding habe, auf jeden Fall. So, dann habe ich eine Channel-Spende bekommen. Sehr geil, von dem lieben Lukas Artsammler. Es lag ein großes Päckchen auf dem Tisch. Ich hab das gesehen und denke, ich habe da überhaupt nichts bestellt. Was ist da drin? Ich mache das auf und ja, ich zeige erstmal das. Er hat mir die Pappe zu Far Cry 5, den Aufsteller, zugeschickt. Hier mit dem lieben Joseph drauf. Sehr geil. Freue ich mich auf jeden Fall, weil das hat einen richtig guten Zustand. Sieht sehr schön aus und das stellen wir da hinten in die Ecke auf jeden Fall. Macht sich immer ganz gut. Far Cry hat mir dann doch sehr gefallen. Mir fehlen noch 2 Trophäen, dann habe ich das Ding auf Platin. Natürlich 2 Trophäen, die einfach kacke sind. Unter anderem muss ich da die Arcade noch spielen, pipapo. Naja, kriegen wir auch noch irgendwie hin. Jetzt hat er das Ganze hier in so einem Säckchen verpackt. Was steht hier drauf? Best Way. Best Way, Freunde. Keine Ahnung, was das ist oder was hier mal drin war. Kann man vielleicht sich an diesem schönen Seilchen hier umschwingen. Ja? Kann man mit auf den Flohmarkt gehen. Sieht ganz edel aus. Oder eben Pfeile reinmachen. Mal gucken. Ja. Was habe ich gesagt? Best Way. Best Way. Freunde, dann habe ich noch was sehr, sehr Geiles gekauft. Und ich zeige euch das mal ganz kurz. Es ist noch sealed. Es ist von Limited Run. Es bleibt auch eingeschweißt. Nämlich Super Hydora. Das Ding ist als Retail-Version limitiert auf 2000 Stück weltweit. Sehr geil. Hier ist, glaube ich, auch noch der Soundtrack mit drin. Ich werde es nie rausfinden. Nein, doch, es ist dabei. Aber es bleibt, wie gesagt, es bleibt eingeschweißt. Und das Schöne ist, und warum ich es gekauft habe, weil es einfach ein geiler, sehr, sehr geiler Shoot'em'up ist. Es ist nicht überladen gemacht. Ne? Es ist nicht mit Effekten zugeknallt, wie so manch anderer China-Shoot'em'up. Weiß ich nicht. Das ist mir dann zu bunt oder blitzt mir zu viel. Pipapo. Mag ich nicht. Das hier ist relativ übersichtlich. Und auch noch ein bisschen auf alte Grafik gemacht. Da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich es habe. Das Schöne hierbei ist, man kann verschiedene Wege einschlagen. Ja, also es ist nicht komplett eine Linie, die sich durchzieht, sondern man kann dann eben auch andere Enden freischalten. Ja, freue mich auf jeden Fall, dass ich es habe. Bleibt in der Sammlung. Mal gucken. Ich werde echt mal langsam hierfür so Hartkunststoff-Schutzhüllen bestellen, damit meine ganzen limitierten Dinger alle schön geschützt sind. So, Freunde, der Faden reißt nicht ab. Ich habe noch was sehr Geiles für die PlayStation 1 gekauft. Ich habe es einfach bei eBay gekauft für 19 Euro, weil ich tierisch Bock drauf hatte, weil ich es auch beim Metal Jesus gesehen habe als ja, Hidden Gem für die PlayStation 1, nämlich Ms. Pac-Man Maze Madness. Ziemlich geiles Spiel, vor allem die Mucke ist echt gut. Ja, wir kennen das als klassische Form von Pac-Man, ist hier ein bisschen anders. Die Labyrinthe sind natürlich noch typisch Pac-Man-mäßig gemacht. Freut mich auf jeden Fall, auch ein sehr, sehr schöner Titel. Kann man sogar mit 4 Leuten zocken. Mal gucken, aber ist wahrscheinlich der Bildschirm dann ein bisschen klein. Aber freut mich auf jeden Fall, dass ich das habe. Ms. Pac-Man, 19 Euro. Ich wollte es haben. Ja, das Blöde ist natürlich jetzt nur, dass hier die CD mit der Nummer 116 beschrieben wurde. Ja, kacke. Na, ist egal. Mir dient es hauptsächlich dazu, einfach um es zu spielen. Hidden Gem, sehr geiler Titel. Kauft euch das, falls ihr die Möglichkeit dazu habt. Spielt das mal. So, und dann habe ich ein Gewinnspiel gewonnen. Und zwar beim lieben Telespiel-Tobi. Grüße gehen raus. Danke nochmal an dich. Eigentlich ging es hier um das PSP-Spiel Echo Chrome. Ja, PSP haben wir ja jetzt, ne? Deswegen bietet sich das ganz gut an. Ja, so ein Logikspiel ist das, ne? Aber ist nicht so meins, habe ich festgestellt. Ist mir wenig actionlastig, aber sehr geil, freut mich auf jeden Fall. Und er hat mir noch, weil sich der andere Gewinner nicht gemeldet hat, The Elder Scrolls Online
die Featured Music Collection können wir hier schön Mucke reinmachen, schön aufdrehen. Sehr, sehr cool. Elder Scrolls, ich glaube die Mucke, ne? Das rockt auf jeden Fall. Hör ich mir an, ne? Machen wir. Ja, die Neuzugänge reisen nicht ab. Dann habe ich dem lieben Gamecuber was abgekauft. Und zwar International Superstar Soccer Deluxe. Für den Super Nintendo. Sehr geiles Sportspiel. Er meinte, er weiß nicht, ob es funktioniert. Oder wir probieren es aus. Spätestens im Livestream. Und dafür haben wir dann auch noch bekommen Super Tennis. Aber bei diesem Deal ging es mir hauptsächlich um den Titel hier. Claymates. PAL-Version, Super Nintendo. Sehr cool. Ja, man spielt eine Katze, ne? So viel habe ich rausgefunden. Gameplay dazu könnt ihr jetzt ein bisschen sehen. Auf jeden Fall ziemlich witzig gemacht. Das spielen wir auch im Livestream. Vor allem die Mucke fand ich auch hierbei ziemlich cool. Gucken wir uns an. Ja, dann zu guter Letzt möchte ich schon fast sagen, hatte ich noch einen kleinen, dem Kollegen Baltic Games was abgekauft. Einmal Scooby-Doo, Spuk im Sumpf. Leider ist der Zustand nicht schön. Ja, schwierig halt auch so ein Ding zu finden. Ne? Aber es ist komplett Scooby-Doo. Damit habe ich beide Wii-Spiele, die es da gibt. Und Dragon Blade Wars of Fire. Ja, ich möchte mal sagen, so ein bisschen so ein Rollenspiel einfach. Ne? Können wir auch hier schön einfach das Schwert schwingen lassen. Hier macht auf jeden Fall Spaß. Gucke ich mir an. Und wir machen einen Super Nintendo Livestream demnächst. Wir haben ja jetzt genug zum Zocken. Am meisten freut mich natürlich hier das Bit.Trip. Da haben wir den Game Boy Player. Da können wir natürlich auch das mal einlegen. Sehr geil. Ansonsten schone ich das Modul einfach gediegen in der Sammlung. In der Glasvitrine, da kommt das rein. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Demnächst ist wieder Flohmarkt. Was es denn da Schönes gibt. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen zauberhaften Resttag, eine Restwoche. Macht was draus. Werdet nicht kriminell. Lasst euch gut gehen. Bis denn. Ciao, ciao.